vorkommenden Steuergesetze dagegen basieren auf wahren Begebenheiten und sind traurige Realität. Schönen Tag noch. Danke, tschüss. Ein Brötchen mit Ei und zwar schnell, wenn es geht. Ich hab gleich Finanzausschuss. Novellierung der Abschreibungsregelung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Steuerblabla. Sehr kompliziert. Hier oder zum Mitnehmen? Zum Mitnehmen. Na, Sie haben noch gesagt zum Mitnehmen. Ja, ich beiß hier rein und nehme es dann mit. Nee, das geht nicht. Entweder oder. Ja, wenn Sie das Brötchen hier essen, handelt es sich steuerrechtlich um eine gastronomische Bewirtung. Muss ich einen vollen Steuersatz von 19% verbuchen. Wenn Sie das mitnehmen, nur den ermäßigten von 7%. Dann nehme ich es mit und einen Milchkaffee. Wie viel Prozent? Steuer- oder Fettanteil? Milchanteil. Wenn der Kaffee einen Milchanteil von mehr als 75% hat, handelt es sich steuerrechtlich gar nicht mehr um ein Getränk. Und was ist es dann, eine Kuh? Wer macht denn die Steuergesetze, Sie oder ich? Okay. Dann hätte ich gerne genau 75,1% Milchanteil. Okay. So, dann müsste ich noch wissen, ob der Kaffee auch zum Mitnehmen ist. Ich nehme ihn mit. Muss ja alles seine Richtigkeit haben. Dann kriege ich 5,65 Euro, bitte. Danke. Das Ei ist schlecht. Oh, das ist doch gut. Können Sie anders abschreiben? Nee, mit zum Beispiel kann man sich vergiften. Muss ich stornieren und einen neuen Steuersatz berechnen? Und wo ist der Stornoschlüssel? Ich werde noch geisteskrank. Da haben Sie Glück. Psychotherapien sind von der Mehrwertsteuer befreit. Und die Kinder, die Lager hier. Verdammte Kalkel.